Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wie wahrscheinlich Sie alle schlage ich jeden Morgen die Zeitung auf und lese die Nachrichten aus aller Welt, aber ich lese ganz selten etwas über den Südsudan. Und dabei spielt sich in dem Land im Moment eine der größten humanitären Katastrophen weltweit ab. Und der Kollege Frey hat die Situation gerade sehr emotional und eindringlich beschrieben. 2 Millionen Flüchtlinge alleine in den Nachbarstaaten, 1,5 Millionen etwa im Land mit Vertrieben. Und die Menschen kommen bisher nicht in Europa an. Die Ärmsten der Armen schaffen es gar nicht bis zu uns. Und es gibt außerhalb der Stadt Juba kaum internationale Medien, deswegen auch kaum Öffentlichkeit für die Lage, für diese desolate Lage in einem der ärmsten Länder der Welt. Und schon alleine deshalb ist es gut, dass wir das Thema immer wieder hier im Bundestag mit auf die Tagesordnung heben. Und ich erinnere mich noch gut daran, als wir das erste Mal dieses Mandat debattiert haben. Es war 2011, der Staat ist damals neu gegründet worden. Und damals waren unsere Debatten hoffnungsvoll. Ich war selber 2012 im Südsudan zu Gast und ich habe damals ein Land erlebt, das am Boden lag, aber das aufstehen wollte. 2013 kam dann der Bürgerkrieg und der Bürgerkrieg drückt dieses Land im Moment wieder mit aller Gewalt buchstäblich nach unten. Und daran hat auch das Friedensabkommen 2015 nichts geändert. Dabei wäre in diesem Friedensabkommen von 2015 der Weg über einen Waffenstillstand, über eine Übergangsregierung hin zu Neuwahlen vorgezeichnet. Es ist auf 75 Seiten wunderbar beschrieben, wie es laufen könnte. Und der Präsident Salva Kiir hat es mit unterschrieben, genauso wie Riek Machar, der Vizepräsident, und alle Anrainerstaaten um Südsudan herum, alle ostafrikanischen Staaten, haben dieses Dokument mit unterzeichnet. Es fehlt also nicht die geeinte Grundlage. Was im Südsudan fehlt, ist tatsächlich die Umsetzung. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass die ostafrikanischen Staaten in den letzten Monaten und in den letzten Wochen noch mal verstärkt darauf drängen, dass dieses Friedensabkommen umgesetzt wird und dass die betroffenen Konfliktparteien sich wieder an einen Tisch setzen. Und die Afrikanische Union macht richtig Druck auch darauf. Die haben im September jetzt ein Kommuniqué verabschiedet in Richtung Südsudan, wo sie schreiben, das ist die Last Chance für das Land. Und wenn es nicht umgesetzt wird, drohen sie mit Sanktionen. Und meine Damen und Herren, ohne Druck von außen wird sich in diesem Land nichts bewegen. Und auch die UN ist deswegen stark gefordert und in dem ganzen internationalen Engagement ist UNMISS eine ganz zentrale Komponente. UNMISS hat im Moment 15.000 Leute vor Ort und alleine mit dieser Präsenz schafft UNMISS ein Lagebild, das wir sonst ja überhaupt nicht hätten. Wer hält sich denn wo irgendwo im fernen Südsudan an welche Vereinbarungen? Ohne die Präsenz von UNMISS könnten wir das gar nicht erfahren. Aber die zentrale Aufgabe von UNMISS ist der Schutz der Zivilbevölkerung. Und die Aufgabe wird zunehmend schwieriger. Es ist in den letzten Wochen immer wieder berichtet worden, dass UNMISS-Mitarbeiter selbst Gegenstand von Angriffen waren. Und die Unterstützung der Regierung für UNMISS lässt auch zu wünschen übrig, ehrlich gesagt. Unser Anteil ist nicht groß. Wir sind im Moment mit 17 Soldaten vor Ort, die die Lage dort unten beobachten, die Mission beraten und uns aus erster Hand berichten können. Und ich hoffe, dass die jüngsten Entwicklungen, auch politischen Entwicklungen, dazu führen, dass sie uns mal wieder positive Botschaften aus dem Südsudan berichten können. Aber unsere Botschaft heute, die in das Land geht, sollte sein, egal, selbst wenn keine Flüchtlinge zu uns kommen, selbst wenn das Land weit weg ist und die deutsche Öffentlichkeit kaum Interesse daran zeigt, weil nicht berichtet wird, wir lassen das Land und die Menschen dort unten nicht im Stich. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.